Ich sag mal so, ich glaube, damit hat wirklich kein Mensch gerechnet. Ich war selber geschockt. Das ist jetzt mittlerweile auch schon 2 Tage her. Ich rede von dem Kampf Manuelsen gegen Bösemann. Digga, auf Ernst. Ihr wisst, ich habe ja auf Charo reagiert gehabt und da habe ich ja selber gesagt gehabt, ey, meiner Meinung nach wird Manuelsen das Ding 100% machen, weil er hat einfach diese Vorteile. Größe, Gewicht und halt die Vorerfahrung. Aber dass der Kampf dann so ablief, Digga, ich glaube, damit hat wirklich kein Mensch gerechnet. Wir werden auf jeden Fall nochmal in die Reaction reinschauen. Oder besser gesagt in den Kampf. Bruder, auf Ernst, wenn ihr euch fragt, Dennis, wie war deine Reaktion, als du das gesehen hast, als Manuelsen auf dem Boden lag? Ich war geschockt, Mund war offen, ich bin aus dem Raum gegangen. Wir schauen uns das Video von der GMC an. Das Video geht 3 Minuten 50. Da werden wahrscheinlich die ganzen Highlights mit reingepackt. Und ja, da sehen wir auf dem Thumbnail schon, wie der Kampf quasi ausgegangen ist. Die Kontrahenten, zunächst der Mann zu meiner Rechten in der blauen Ecke. 1,78 Meter groß. Ich muss sogar sagen, als Manuelsen da reingekommen ist, ich dachte mir so, Digga, der Typ wird ihn jetzt aufessen. Auf Ernst. Manuelsen ist ja schon wirklich mit dieser Einstellung reingegangen. Ich mache hier keinen Spaß. Ich meine das Ganze vollkommen ernst. Ich will ihn einfach nur auseinandernehmen. Genau das hat er so mäßig ausgestrahlt. Dass es dann so gekommen ist, wie es am Ende des Tages gekommen ist, habe ich nicht erwartet. Hat, glaube ich, keiner von uns erwartet. Und es hat auch wirklich, glaube ich, jeden schockiert. Bösemann, muss man aber sagen, war sehr, sehr fit. Also er sah körperlich, auch wenn, keine Ahnung, eine Spritze aus Versehen in seiner Schulter drin war. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Trotzdem sah er sehr fit aus. In der roten Ecke, 1,97 Meter groß, Kampfgewicht 145 Kilogramm. 145 Kilo, Junge, wir reden hier von 145 Kilo. Ich glaube, das können sich die meisten darunter gar nicht vorstellen, so wie viel Gewicht das überhaupt ist. Ich zum Beispiel selber, Digga, wenn ich mich neben Manuelsen stelle, ich bin wie ein Zahnstocher. Ich wiege 75 Kilo. Ich habe ja gegen Sinan schon Sparring gemacht, da hat er, glaube ich, auch 100 irgendwas gewogen. Und man spürt es einfach, diese 100 Kilo, ne? Wenn 100 Kilo auf dich einschlagen, Digga, das ist ganz anderes, als wenn jetzt 80 Kilo auf dich einschlagen. Und bei Manuelsen sind das 145 Kilo, Bösemann ist, glaube ich, auch bei 100 irgendwas. Also das ist schon ein Kampf auf einer ganz anderen Augenhöhe. Manuelsen! Wir kämpfen 5 Runden, a 2 Minuten. Ich zähle nicht im Stehen an, denn ich sage Stopp, geht ihr bitte auseinander. Habt ihr Fragen? Dann bitte zurück. Als ich den Kampf gesehen habe, ne, ich habe den Kampf ja nicht live geguckt, sondern woanders. Aber als ich den Kampf gesehen habe, ich schwöre es dir, ich dachte mir, als ich das schon gesehen habe, es wird jetzt schon eskalieren. Ich dachte mir so, Bro, bitte entspannt euch, macht es nicht jetzt, macht es wirklich, wenn es läutet und haut euch dann die Fresse ein. Weil ich dachte da schon, die gehen aufeinander los. Da haben die sich aber relativ gut noch zurückgehalten, aber man sieht halt die Anspannung zwischen den beiden, ne? Vorteil kompensieren, er müsste es irgendwann über den Kampfgeist machen. Bösemann hat wirklich sehr, sehr gut versucht, immer reinzugehen. Bösemann ist sowieso der Kleinere, das stand vorhin fest. Er war zu klein, er ist zu klein und er hat diese Reichweite gar nicht. Manuelsen zum Beispiel ist lang, ist groß, er kann diese Reichweite gut einteilen. Bösemann muss reinkommen und das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht, muss man an der Stelle sagen. Ja, starke Treffer, die ersten zwei von Manuelsen. Dritter Führhandtreffer, hier kurzfristig vorbereitet haben. Er wird geklammert, Referee lässt lösen. Da gibt es die Overhand. Viele Dinger waren natürlich auch von ihm geschwungen, aber da hätte er auch, glaube ich, gar nicht anders rangehen können. So. Er musste schwingen, damit er überhaupt an diese Distanz kommt. Was ich aber sagen muss, jetzt, wo ich mir das auch gerade anschaue und so ins Publikum gucke, ich wäre wirklich sehr, sehr gerne da gewesen. Für mich, warum ich nicht hingefahren bin, ich bin ja stattdessen nach Polen gefahren, ich dachte mir so, ey, wenn ich da jetzt hinfahre, Manuelsen wird das in der ersten Runde machen. Das wird unnötig, weil die anderen Vorkämpfer haben mich nicht wirklich interessiert. Das wird unnötig sein. Videomaterial wird nicht wirklich lang sein. Deswegen habe ich mir überlegt, okay, komm, fahre ich nicht hin. Hätte ich gewusst, dass es so kommt, wie es da gekommen wäre, wäre ich natürlich hingefahren, so, ne? Ihr wisst, dann wäre Presse am Start gewesen. Das Spielmittel der Wahl, sicherlich auch zum Körper zu gehen von Manuelsen, der, wenn dann, am verwundbarsten scheint. Bösemann trifft mit der Overhead. Ja, das ist schon gefährlich, Digga. Auf das Zeichen des Referees mit der Runde 2. Problem ist, vor allem wenn du die Deckung dann unten hast, ne, und auch so nach hinten gehst, klar sind die Dinger nicht durchgekommen, so, aber würde da jetzt ohne die Deckung eine Bombe durchkommen, wäre vorbei gewesen. So. Deswegen, da ist halt immer sehr wichtig, die Deckung umzuhalten. So. Ich rede, als wäre ich so ein Boxtrainer, Digga, aber das ist, glaube ich, das, was du als erstes lernst, selbst wenn du das erste Mal zum Boxen gehst. Jeder wird dir sagen, Deckung ist einfach das Wichtigste. Manuelsen muss lang bleiben, muss technisch bleiben. Er muss hier den Boxkampf kämpfen. Er darf keine Schlägerei draus machen. Reichweitenvorteil, größten Vorteil, bessere Technik. Aber Bösemann mit viel Boah, da war er schon angeklingelt. Zwei gute Schlafhände und jetzt ist Manuelsen regelrecht auf. Da dachten wahrscheinlich die meisten, dass er Knock gegangen ist. Ich habe sogar in dem Moment gerade nicht zum Fernseher geguckt. Habe dann zum Fernseher geguckt. Ich dachte mir so, Junge, der liegt schon auf dem Boden. So, was geht ab? So. Aber wenn man dann in der Wiederholung guckt, er ist halt wirklich
Er hat sich ja geklammert und ist dann runtergerutscht. Also das war kein Wirkungstreffer. Aber ich kann mir vorstellen, dass die meisten, die dann in der Halle saßen, vielleicht nicht den besten Blick hatten und deswegen dachte, okay, Manuel ist da schon knock gegangen. Böse Mann, kompakt, massiv, kräftig. Das ist die Arbeit, die Manuelsen braucht. Mit der Führhand abfangen, denen er umgehen muss, mit denen er haushalten muss. Die richtigen Maltbewegungen und dann in diesem kurzen Moment der... Ich kann mir halt wirklich nicht vorstellen, was an diesem Tag passiert ist, warum das für Manuelsen einfach nicht gut lief. Weil ich bin wirklich der festen Überzeugung gewesen, der Typ wird das machen in der ersten Runde. Ich schwöre, ich dachte, er wird es in der ersten Runde machen. Ich habe sogar noch in der Reaction gesagt, gab Bösemann zum Beispiel, sein Stil feiere ich persönlich auch nicht. Da muss man aber sagen, hat er wirklich... gut gekämpft, ne? Also, ob das jetzt technisch war oder nicht, mit Schwingen und keine Ahnung was, aber er hat sich rangearbeitet an die Distanz und hat einfach gearbeitet, so. Manuelsen hingegen hat weniger gearbeitet und hat halt wirklich mehr einstecken müssen, so. Deswegen ist er dann dementsprechend auch zweimal zum Boden gegangen. Aber ich frage mich wirklich, Digga, war es eine Blockade im Kopf? War das Nervosität? War das keine Ausdauer mehr haben? Was war da das Problem? Ich habe auch nicht wirklich ein Statement von ihm gehört, was so das Problem sein könnte. Ich glaube, hätte er gesagt, es war die Aufregung oder Nervosität oder Ausdauer, dann hätten wahrscheinlich die Leute gesagt, ey, das ist nur eine Ausrede. Deswegen, es kann am Ende des Tages aber auch sein, dass er einfach einen scheiß Tag hat. Also du kannst nicht erwarten, dass du jeden Tag einen perfekten Tag hast und vielleicht hat er da wirklich einen scheiß Tag erwischt und war durch diese Aufregung in so einer Art Blockade. Runde, Ring frei. Das war jetzt die dritte Runde. Man geht zum Körper. Und dann abgekontert mit der langen Führung. Zweimal. Gefällt mir gut. Ja. Da hat Bösemann sich auch so mäßig an die Augenbraue gefasst die ganze Zeit, weil er sich dachte, ich blute schon. Und Manuel hat ihn einmal gut erwischt, glaube ich, mit dem Jab. Und deswegen hat er so einen leichten Cut gehabt. Deswegen, daran merkt man auch, Digga, wie krank diese Leute an Power haben. Hinter dieser Masse, Digga, stecken aber am Ende des Tages auch, da steckt auch Energie. Wisst ihr, ich meine? Das können sich viele nicht vorstellen, Digga. 145 Kilo und das spürst du auch. Allein durch einen Jab oder einen Cut. Überleg mal. Hätte ich den gekriegt, ich wäre Dings. Ich glaube, ich wüsste nicht mal, wie man meinen Namen schreibt. Die Stilmittel, die ihm helfen, die auf dem Punktezettel natürlich Eindruck hinterlassen. Körpertreffer von Bösemann. Eine Minute auch schon wieder rum in diesem Gefecht dieser dritten Runde. Manuelsen ist nicht ganz Herr dieser Situation. Und jetzt ist er angeschlagen. Jetzt ist er angeschlagen. Oh. Digga, das war so... Also, Bruder, Hand aufs Herz. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber für wen war das auch komisch? Weil ihr guckt euch diesen Kampf an, ob ihr live wart oder ob ihr im Fernsehen geschaut habt. Ihr guckt euch das an und ihr denkt euch, Digga, ein 145-Kilo-Typ fällt zu Boden. Das hat einfach nicht ins Bild gepasst. Deswegen war ich umso mehr schockiert. Ich bin direkt aus dem Raum raus, als ich das gesehen habe. Ich dachte mir so, Digga, träum ich? Was passiert hier? Wisst ihr, ich meine, als würde so ein Riesenschiff, so eine AIDA, würde kentern. So ein Ding ist das. Also würde die Titanic untergehen. So hat sich das angefühlt für mich. Deswegen, also man muss wirklich trotzdem sagen, ne, Bösemann hat in diesem Kampf besser gekämpft. Das merkst du allein auch schon, dass er sich den Sieg nach Hause geholt hat. Er hat halt wirklich einfach besser gekämpft, muss man fairerweise sagen. Man muss Respekt zollen an beide natürlich, aber ich finde, Bösemann hat wirklich besser gekämpft. Er hatte mehr diesen Biss, er wollte mehr, er ist die ganze Zeit draufgegangen. Er hatte auch keine Puste mehr, aber er hat die ganze Zeit gemacht. Man kann sich halt nicht vorstellen, woran das lag. Vielleicht hat sich Bösemann einfach besser vorbereitet. Das ist die Überraschung schlechthin. Ein böser K.O. Eine riesen Überraschung bahnt sich hier an. Bösemann setzt nach. Muss aufpassen, seine Energien nicht komplett zu verpulvern. Digga, Manuelsen hätte wirklich einfach diese Grundkombis hauen müssen, weil er zum Beispiel mit der Recht reingehauen, da kam zur Power, wäre die gut getroffen, wäre wahrscheinlich Bösemann auch runtergegangen. Problem ist, aber er haut die Rechte rein, dass man das schon sieht. Oder Bösemann hat das besser gesagt schon in dem Moment gesehen. Deswegen wäre es besser gewesen, wenn er vielleicht gespielt hätte mit 1-1 und dann die Rechte reingehauen hätte. So ein bisschen, dass er ihn stört und boom, Überraschung, dann kommt die zweite hinterher. Sind aber auch wieder Sachen, die sehen wir als außenstehende Person. Wenn du im Ring stehst, Digga, du hast einen ganz anderen Kopf, du bist wie in einem Tunnel. Kann ich selber bei mir auch sagen. So, wenn ich meinen eigenen Kampf sehe, ich schwöre auf alle, ich bin enttäuscht. Wenn ich mir meinen eigenen Kampf ansehe, ich bin enttäuscht, weil ich mir denke, so, ich hätte viel, viel mehr machen müssen und ich habe in dem Kampf einfach wirklich nichts gezeigt von dem, was ich gelernt habe oder wie ich mich vorbereitet habe in der Vorbereitung. Wisst ihr, ich meine? Also es war sehr enttäuschend für mich und ich gucke mir tatsächlich auch selber meinen eigenen Kampf nicht mehr an, weil ich mir denke so, Digga, was ist das, Digga? Schlange haben wir noch irgendwie. Aber er hat hier Oberwasser. Und Manuelsen geht zu Boden. Nicht zu fassen. Er läuft aus dem Boden. Eine Möglichkeit, die er überhaupt nicht in Erwägung gezogen hat. Das Ergebnis unseres...
Digga, das ist heftig. Und deswegen sage ich euch, dieser Kampfsport ist wirklich unberechenbar, Digga. Du darfst niemals deinen Gegner unterschätzen. Du darfst niemals sagen, boah, den hau ich easy um, er ist viel kleiner oder keine Ahnung was. Sondern im Kampfsport kann wirklich alles passieren. Deswegen bin ich selber auch gar kein Fan davon, groß zu reden so. Weil ich mir denke, alles kann am Ende des Tages zurückkommen. Du kannst sagen, ich hau dich um und ich mache in der ersten Runde und dies und das und Knockout und keine Ahnung was. Aber wenn es dann nicht passiert, stehst du am Ende des Tages wie so ein Schnacker da. Deswegen ist meine Ideologie immer, Digga, nicht groß reden. Einfach auf einen zukommen lassen. Du weißt, was du kannst. Du vertraust auf dich selber und dann setzt du es einfach im Ring um so. Im Kampfsport kann ich euch nur so einen Tipp geben. Ich selber bin auch seit 2 Jahren jetzt dabei so. Ich habe auch nicht die übertriebenste Erfahrung, aber ich habe mir viele Kämpfe schon angeguckt. Und ich kann nur sagen, Digga, unterschätzt niemals den Gegner, Digga. Weil das kann sehr, sehr schnell in die Hose gehen. Wortwörtlich. Trotzdem muss ich sagen, abschließende Worte. Bösewan hat sich am Ende des Tages den Kampf oder den Sieg verdient. Er hat viel trainiert. Beide haben viel trainiert, denke ich, so wie ich es gesehen habe. Aber wie sagt man so schön, möge der Bessere gewinnen. Der besser trainiert hat, der sich besser vorbereitet hat, ist derjenige, der am Ende des Tages auch den Sieg holt. Keine Ahnung, was mit Manuel so los war, aber ja, der Sieg ging auf jeden Fall in die blaue Ecke.